Hallo, Halima Butale, schön, dass Sie Zeit für uns finden. Als politisch engagierter Mensch, als schwarze Frau, als schwarze Deutsche, als Integrationsbeauftragte der Stadt Pfungstadt in Hessen, möchte ich Sie fragen, wie Sie die aktuelle Diskussion über Rassismus gerade wahrnehmen. Na, ich finde es sehr interessant, dass man jetzt erst darauf kommt, dass wir, oder besser zu sagen, dass wir endlich mal anfangen, über diese Themen uns auseinanderzusetzen. Wenn wir über Rassismus reden, reden wir immer außerhalb, bei uns ist alles in Ordnung. Ja, in Amerika ist ja schlimm, was da los ist. Und dieser Rassismus ist für uns ganz reale Probleme, was wir haben, was wir tagtäglich mit erleben, tagtäglich damit beschäftigt sind. Und ich sage einfach endlich mal, dass wir darüber reden, endlich mal, dass wir mal einen Ist-Zustand ermitteln. Und ich hoffe, dass alle mitmachen. Und ich hoffe, dass auch diese Situation bekannt ist, was wir jeden Tag mit erleben. Weil ich muss nicht, brauche keinen Beweis. Ich sehe, dass es gibt, weil ich tagtäglich erlebe. Und auch diese Geschichte, was ich zugetragen bekomme, jemand, der das nicht sieht und nicht weiß, ob das gibt oder Beweise dafür braucht, ist jemand, der ein Privileg hat. Und das ist, muss denen klar sein. Das haben wir nicht und das müssen wir immer jeden Tag neu kämpfen, unsere Wege. Und was muss Ihrer Meinung jetzt dringend nach passieren? Erstmal muss uns alle klar sein als Gesellschaft, dass real ist diese Diversität. Ja, das ist akzeptiert, dass wir alle erstmal ein Menschen sind, dass wir alle gleiche Bedürfnisse haben, gleiche Werte haben, dass wir endlich mal miteinander in Menschenwürde zusprechen. Dass wir als Gesellschaft, ihr und wir, uns nicht teilen, sondern gemeinsam gucken in wo ist das Problem? Erstmal herauszufinden und gemeinsam in Seiten und Seiten dafür zu sorgen, dass uns alle gut geht, dass wir aktiv ja, dafür sorgen, dass solche menschenverachtende Verhältnisse ja, nicht bei uns akzeptiert wird und auch nicht akzeptieren werden als Gesellschaft, nicht ein Teil davon, nicht nur People of Color, die jetzt immer endlich mal ihren Mund aufmachen und sagen, bereit sind zu reden, einfach zuzuhören, einfach mal auszuhalten, das, was man erzählt bekommt, weil das ist in der Tat einfach zuhören und aushalten. Sie machen aber tatsächlich mehr als nur auszuhalten. Sie planen gerade eine Veranstaltung, ein Projekt mit Bezug auf Martin Luther King hier in Deutschland. Erzählen Sie uns doch bitte davon. Das ist ein super Projekt, das finde ich. Auch das Beste, was ich jetzt, bis jetzt auch gemacht habe, mit Unterstützung von der Stiftung gegen Rassismus und einige andere, auch eure Unterstützung. Ich möchte diesen Weg, Martin Luther King Weg, mal nachgehen und meinen Teil dazu beitragen, indem ich sage, nehme mal diese Reise in Martin Luther Weg mit. Der ist ja am 22.08. losgelaufen und am 28. angekommen, wo er seine berühmte Rede gehalten hat, I have a dream. Ja, und nach diesem Motto heißt auch unsere Veranstaltung, ich habe immer noch einen Traum, weil dieser Traum von Martin Luther King immer noch nicht zu Ende ist. Ja, weil diese Idee, diese Ideologie, das, wofür er gestanden ist, ja, ist es nicht nur in Amerika begrenzt gewesen, sondern das ist für uns alle, People of Color, Black People of Color. Damit identifizieren wir und weil das überall das stattgefunden hat und weltweit. Und dies haben wollen wir zu Ende bringen und deswegen haben wir Top-Referentinnen und Referenten, die dafür sorgen, jeden Tag eine neue Themen. Wir wollen einfach ohne Zeigefinger Themen angehen, gemeinsam diskutieren. Und gemeinsam eine Lösung finden. Meine Idee ist, dass wir danach ja, so viel Wissen unserer Sichtweise präsentieren, damit man uns verstehen kann und dieser Aha-Effekt kommt. Wir erzählen nach dem Motto und ihr weiße Schwester und Bruder hört uns zu
was wir zu erzählen haben, was sind unsere Leben, eine Lebensgeschichte, was erleben wir tagtäglich, was ist, wie sieht unsere Sicht von den Dingen aus, ja, einfach zu hören und redet mit uns statt über uns, ja, und wir sind unsere eigenen Experten, ja, und wir sind jetzt da dabei, wo ich sage, ich bin lieber proaktiv dabei, statt einfach in Seite zu stehen und abzuwarten, dass irgendjemand was ändert, sondern wir übernehmen jetzt selber und bitten dazu, dass man uns zuhört, damit man uns verstehen kann, warum wir bestimmte Dinge so sagen, wie wir sagen. Vielen herzlichen Dank, Halima Guttale, Integrationsbeauftragte der Stadt Pfungstadt in Hessen, für das Gespräch, für das Engagement und ganz viel Erfolg bei der Veranstaltungsreihe. Vielen Dank und tschüss. Ich danke Ihnen. Danke für die Möglichkeit, dass wir das überhaupt darüber besprechen können.